willkommen bei Haltestelle, dem Straßenbahnmagazin. Und wir melden uns heute unter anderem hier aus Pilsen. Die Pilsener Straßenbahn wurde 120 Jahre alt und das wurde gefeiert. Unter anderem mit einem Tag der offenen Tür hier im Depot in Slowani und auch im Obus-Betriebshof. Und wir waren beim 120-jährigen Straßenbahnjubiläum in Pilsen mit dabei. Im Juni 1899 wird in Pilsen die Straßenbahn als elektrische Tram eröffnet. Bis 1939 wird sie, wie in Tschechien damals üblich, im Linksverkehr betrieben. Seit 1955 wurden in Pilsen Tatras eingesetzt. Zunächst der Bauort T1 und später mit den Wagentypen T2, T3, T3SUCS sowie KT8D5. Zum Jubiläum wurde im Depot Slowani eine Fahrzeugparade aufgestellt. Triebwagen 18 wurde 1899 von der Waggonfabrik Broschig in Pilsen gebaut. Seit 1960 bereits ist er als historischer Wagen im Einsatz. Triebwagen 121 wurde 1956 gebaut. Der Tatra des Typs T1 verkehrt seit 1983 als historischer Wagen. Triebwagen 133 des Tatra-Typs T2 wurde 1958 für die Straßenbahn Ostrava gebaut. 1995 gelangte er nach Liberec, wo er bis 2006 verkehrte. Anschließend gelangte das Fahrzeug nach Pilsen und wurde hier zum historischen Triebwagen hergerichtet. Seit 2011 ist Triebwagen 192 ein historisches Fahrzeug. Der Tatra T3 des Baujahres 1975 war bis zum Jahr 2004 im Linieneinsatz. Bis 2012 im Linieneinsatz war Triebwagen 187. Der ebenfalls 1975 gebaute Tatra T3 war einer der letzten Fahrzeuge mit Beschleuniger und Scherenstromabnehmer bei der Straßenbahn Pilsen. In Pilsen kommen heute hauptsächlich die teilniederflurigen Fahrzeuge des Typs Vario LF und Vario LF Plus zum Einsatz. Man könnte sich ja mal vorstellen, in irgendeinem Sinne. Mitte Mai 2019 wurde die erste von insgesamt 9 Fahrzeugen des Typs Evo 2 vom Konsortium Allianz TW geliefert. Bisher gab es von diesem Wagentyp nur einen Prototyp in Liberec. Die neuen Gelenkwagen dieses Typs wirken wesentlich gefälliger als der bisherige Prototyp in Liberec. Zum 120-jährigen Jubiläum wurde Triebwagen 369 ausgestellt. Die Fahrzeuge des Typs Evo 2 sind 2,56 Meter breit und 21,65 Meter lang. In Pilsen verkehren heute noch viele der T3SUCS und KT8 in modernisierter Form. In der nächsten Zeit wird das Depot Slowani komplett umgebaut. Es entsteht ein völlig neuer, moderner Betriebshof. Die Pläne dafür wurden zum Straßenbahnjubiläum öffentlich präsentiert. Das Depot Slowani wurde 1943 errichtet. 1964 wurden die Anlagen erweitert und 1979 die Gleisführungen noch einmal umgebaut. Zu Rundfahrten war aus Prag der historische Triebwagen 351 als Gastfahrzeug in Pilsen eingesetzt.
Der Triebwagen wurde 1915 von Ringhofer gebaut. Baugleiche Wagen fuhren in den 50er Jahren auch in Pilsen, welche gebraucht aus Prag kamen. Zwischen dem Betriebshof Slowani, dem Hauptbahnhof Pilsen und dem Obusbetriebshof Karlow pendelten die neuen Busse des Typs Solaris TR27, welche mit Elektrik von Skoda ausgestattet sind. Darüber hinaus verfügen diese Busse über einen Batterieantrieb, mit welchem kurze Strecken ohne Fahrleitung zurückgelegt werden können. Zum Jubiläum fand nicht nur ein Tag der offenen Tür im Depot Slowani statt, sondern auch ein Tag der offenen Tür im Obusbetriebshof Karlow. Zwischen beiden Betriebshöfen pendelten mehrere Zubringerlinien mit historischen Bussen. Darunter auch ein Icarus 280-08, welcher als Gastfahrzeug aus dem Umland von Prag angereist war. Zum Einsatz kam auch Wagen 348 des Typs Carosa B731. Der Bus wurde 1986 gebaut. Fahren wir nun hinüber zum Obusdepot Karlow. Als weiteres Gastfahrzeug auf dem Obusnetz war Wagen 136 aus dem tschechischen Pardubice im Einsatz. Der Bus ist ein Skoda 8 TR. Auch im Obusdepot Karlow wurde ein Tag der offenen Tür geboten mit zahlreichen ausgestellten Fahrzeugen. Ebenfalls als Zubringer eingesetzt war der Skoda 15 TR Nummer 414. Der Gelenkobus wurde 1987 gebaut. Thank you.
ebenfalls ein Gastwagen aus Prag, ist der Skoda 706 RTO Nummer 4881. Der Bus stammt aus dem Baujahr 1973 und war ebenfalls im Zubringerverkehr zwischen den beiden Betriebshöfen im Einsatz. Mit ihm erreichen wir schließlich wieder das Depot in Slowenien. Doch das war noch nicht alles, was zum 120-jährigen Straßenbahnjubiläum in Pilsen geboten wurde. Neben dem 120-jährigen Straßenbahnjubiläum in Pilsen feierte auch Skoda sein 160-jähriges Bestehen. Dazu gab es im Skoda-Werk in Pilsen ebenfalls am gleichen Tag wie bei der Straßenbahn einen Tag der offenen Tür. Dort wurden zahlreiche Einblicke in die Fertigungshallen gewährt und auch viele Fahrzeuge der für Chemnitz produzierten Straßenbahn waren zu sehen. Und auch wir haben das Skoda-Werk besucht. Das Skoda-Werk in Pilsen wurde 1859 ursprünglich als Maschinenfabrik und Eisengießerei gegründet. Ab 1918 wurden hier auch Dampf- und später Elektrolokomotiven gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden hier auch Straßenbahnen. Nach 1989 konzentrierte sich das Werk auf den ÖPNV und stellte vorrangig Eisenbahnen und Straßenbahnen her. Zum 160-jährigen Jubiläum gewährte Skoda Transportation einen Einblick in die Fertigungshallen, wo derzeit Fahrzeuge für Chemnitz, Riga und für die slowakischen Staatsbahnen entstehen. Auf der Schiebebühne zwischen den Fertigungshallen war ein dreiteiliger 4City Alpha für Riga ausgestellt. Insgesamt 14 Bahnen der Reihe 4City Classic werden aktuell für Chemnitz gebaut, mit denen dort die letzten Tatras ersetzt werden sollen. In den kommenden Wochen sollen die ersten Linieneinsätze in Chemnitz erfolgen. Derzeitig werden auch für das lettische Riga weitere Fahrzeuge der Baureihe 4City Alpha als drei- und vierteilige Niederflurwagen gebaut. Skoda Elektrobus, Skoda E-City. Der Chemnitzer Triebwagen 912 stand für Vorführfahrten auf dem Testgleis im Einsatz. Die Fahrzeuge des Typs 4City Classic sind 31,39 Meter lang und 2,65 Meter breit. Die 100%igen Niederflurwagen sind Zweirichtungsfahrzeuge. Sie verfügen über 56 Sitzplätze und 8 Klappsitze. Die neuen Fahrzeuge sind ausgelegt für etwa 280 Fahrgäste.
Vor 50 Jahren wurde in Magdeburg die einzig dort verkehrende Überlandstraßenbahnlinie 14 nach Schönebeck eingestellt. Ende Juni des Jahres 1969 verkehrte sie zum letzten Mal. Noch heute sieht man einige Gleisreste dieser Bahn und im folgenden Beitrag erinnern wir an die ehemalige Magdeburger Vorortbahn. Das kleine Salzstädtchen Schönebeck, südöstlich von Magdeburg gelegen, besaß von 1926 bis Ende Juni 1969 eine Straßenbahnverbindung nach Magdeburg. Kaum etwas erinnert heute an die einstige Magdeburger Vorortbahn. 1912 gegründet, erreichten die Gleise im Jahr 1926 in zwei Etappen Schönebeck. Dabei führten die Gleise in den ersten Jahren noch fast bis an die Schönebecker Bahnhofsbrücken heran. Die Fahrzeuge dieser als Linie 14 verkehrenden Tramlinie wurden 1921 und ein Triebwagen 1928 bei der Waggonfabrik Werdau gebaut. Die Beiwagen, ebenfalls in Werdau gebaut, wurden zwischen 1918 und 1928 gefertigt. Die Triebwagen hatten sowohl Stangen- als auch Lyra-Stromabnehmer, welcher an der Haltestelle Bukau Wasserwerk gewechselt werden musste, da in Magdeburg noch mit Stange gefahren wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Bahn etwas verkürzt und verkehrte zunächst nur noch bis zum Marktplatz in Schönebeck, später nur noch bis zur Polizeistation. Ab den 60er Jahren macht der parallele Eisenbahn- und der Straßenverkehr der Linie zu schaffen. Ab 1966 verkehrt die Linie 14 nur noch mit Pendelwagen zwischen Magdeburg-Westerhüsen und Schönebeck. Mit einer kurzen Mitteilung in der Tageszeitung Volksstimme wird am 28. Juni 1969 auf die Einstellung der Straßenbahnlinie 14 hingewiesen. Fortan übernimmt der Bus die Aufgaben. Auf einem Teil der alten Gleise werden später viele ausgemusterte Wagen der Magdeburger Straßenbahn abgestellt und teilweise dort verbrannt. Von den einstigen Vorortbahnwagen blieb kein einziges Exemplar der Nachwelt erhalten. Am nördlichen Ende der Geschwister-Scholl-Straße verschwanden erst vor wenigen Jahren die letzten Gleise auf Schönebecker Stadtgebiet. 50 Jahre nach ihrer Einstellung sind Reste der Linie 14 noch immer auszumachen. Im Zentrum Schönebecks gibt es heute nur noch wenige Wandrosetten der Fahrleitung. Hier am Marktplatz hatte die Tram nach dem Zweiten Weltkrieg zeitweise ihre Endstelle, bevor sie nochmals um wenige Meter bis zur Polizeistation gekürzt wurde. Von hier aus fuhr die Straßenbahn anschließend die lange Geschwister-Scholl-Straße entlang. Im Zuge dieser kreuzte die Tram einen Gleisanschluss zur Chemiefabrik. Die Tram durchfuhr dann den Stadtteil Frohse. Auch hier am alten Rathaus ein letzter Anhaltspunkt auf die Straßenbahn. Auf dem Überlandabschnitt nach Magdeburg-Westerhüsen sieht man noch heute zahlreiche Reste von Fahrleitungsmasten. Die ehemalige Ausweiche an der einstigen Schifffahrtsschule ist zum Teil noch heute erhalten.
Im weiteren Verlauf sind heute noch etliche Schwellen der Straßenbahn zu finden. An einer Grundstückseinfahrt kurz vor Westerhüsen gibt es noch einen kurzen Gleisrest. Kurz dahinter wandte sich die Tram von der Chaussee ab und wechselte zur Straße Alt-Westerhüsen. Hier ganz am Ende der Straße liegen noch heute Gleise. Etwa 200 Meter davon wurden noch bis Mitte der 1990er Jahre zum Abstellen von Wagen des Depots Westerhüsen genutzt. Ab dem Betriebshof war die Strecke dann zweigleisig. Um die Jahrtausendwende wurde auch der einstige Betriebshof durch einen Neubau ersetzt. Heute hat hier die Linie 2 ihre Endstelle und so ist nach 50 Jahren nicht viel geblieben von der einstigen Magdeburger Vorortbahn. Während vor 50 Jahren die Überlandstrecke stillgelegt wurde, wird seit dem 4. Juli im Magdeburger Stadtzentrum an einer weiteren Stelle gebaut. Der Nordabschnitt des breiten Weges wird komplett saniert. Die rund 500 Meter lange Trasse wurde letztmalig 1992 umfassend saniert. Danach wurden nur kleinere Arbeiten vorgenommen. Über viele Jahre hinweg war der Nordabschnitt des breiten Weges wegen der verschlissenen Gleise eine Langsamfahrstelle, wo die Bahnen nur noch mit 10 km/h diesen Abschnitt befahren durften. Bis Mitte Oktober ist das Magdeburger Tramnetz in ein Nord- und ein Südnetz geteilt. Nur die Straßenbahnlinie 9 wird über die Elbbrücken umgeleitet. Dies bringt zahlreiche Linienänderungen mit sich. Neben den umfangreichen Gleisbauarbeiten werden auch die Haltestellen Opernhaus und Katharinenturm den heutigen Erfordernissen behindertengerecht angepasst.
Während der mehrmonatigen Bauphase enden die Bahnen im Nordnetz an der Listemannstraße, im Südnetz am Citycarré. Die beiden Netzteile werden durch die kostenlose Shuttlebuslinie 41, die mit Bussen aus dem Raum Potsdam betrieben wird, verbunden. Dafür wurden die Busse entsprechend gestaltet. Freunde der Tatra-Wagen kommen auch in der Sperrphase voll auf ihre Kosten. Bisher wurden die verbliebenen Tatras meist auf den Linien 2, 6 und 9 eingesetzt. Normalerweise werden in den Sommerferien keine Tatra T6 eingesetzt. Durch Mangel an fassungsstarken Fahrzeugen wurden die verbliebenen Tatras wieder zu zwei Großzügen zusammengekuppelt. Sie kommen vorrangig montags bis freitags auf der Linie 9 zum Einsatz und werden damit auch auf der Umleitungsstrecke über die Elbbrücken eingesetzt. Voraussichtlich Mitte Oktober, mit dem Ende der Herbstferien in Sachsen-Anhalt, sollen die Arbeiten auf dem Nordabschnitt des Breiten Weges abgeschlossen sein. Am 23. Juni feierte die Plauener Straßenbahn ihr 125-jähriges Bestehen. Während des gleichzeitig stattfindenden 60. Plauener Spitzenfestes gab es dazu einen Straßenbahnkurs mit insgesamt 7 Wagen. Im Vorfeld des Kursus rollten die historischen Straßenbahnen die lange Bahnhofstraße bergauf. Nachdem sich die Fahrzeuge an der Albertstraße aufgereiht haben, rollten sie während des Festumzuges die Bahnhofstraße wieder hinunter. Die starke Steigung der Bahnhofstraße machte insbesondere dem Gotha-Zug zu schaffen, der mehrere Anläufe brauchte, um die Steigung zu bewältigen. Die starke Steigung der Bahnhofstraße ist auch der Grund, weshalb in Plauen erst ab 1960 Beiwagen eingeführt wurden. Modernere Fahrzeuge wie Tatras oder die heutigen Niederflurwagen haben damit weniger Probleme.
Den Anfang des Kursus bildete Triebwagen 21 aus dem Baujahr 1905. Der bei MAN in Nürnberg gebaute Wagen ist bereits seit 1965 in Plauen als historisches Fahrzeug eingesetzt. Ihm folgte der ebenfalls bei der MAN in Nürnberg gebaute Triebwagen 51. Der Triebwagen entstand 1928. Seit 1991 verkehrt der Grotha Triebwagen 78 als bierelektrischer. Der heutige Partywagen wurde 1966 beim Waggonbau Grotha gebaut. Ebenfalls in Grotha gebaut wurde Triebwagen 79. Auch er entstammt dem Baujahr 1966. Sein Beiwagen 28 entstammt der letzten Bauserie von 1969. Dem Grotha-Zug folgte KTVD 216, der farblich wieder in seinen Anlieferungszustand zurückversetzt wurde. Der Triebwagen wurde 1983 gebaut und in einer der letzten Sendungen haben wir dieses Fahrzeug bereits ausführlich vorgestellt. Am Schluss des Kurses fuhr der von Bombardier gebaute Triebwagen 302. Der NGT6 wurde im Jahr 2013 gebaut. Der Straßenbahn-Corso am 23. Juni war jedoch noch längst nicht alles zum 125-jährigen Jubiläum bei der Plauener Straßenbahn. Am 7. September veranstaltet der Verkehrsbetrieb einen Tag der offenen Tür im Straßenbahndepot. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Jetzt gibt's wie immer noch einige Impressionen. Die nächste Folge von Haltestelle gibt es dann im September und auch dort wird wieder gefeiert, nämlich unter anderem in Grotha, denn die Thüringer Waldbahn wird 90 Jahre alt und die Straßenbahn Grotha 125 Jahre. Wie gesagt, die nächste Ausgabe im September. Bis dahin, machen Sie's gut.
Das ist ja nur ein Ding.